Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und ich muss einfach mal sagen, holy fucking shit. Draußen sieht es aus, als wenn gleich die Welt untergeht. Und ich bin sowas von total am Schwitzen. Wir haben 28 Grad hier in meinem Zimmer. Ich meine, ein einziger Vorteil gibt es wirklich. Ich bin genau so wie jetzt hier noch mit einer kleinen... Eine kleine Jogginghose. Quasi draußen direkt shoppen gegangen. Ich kann so rausgehen, wie ich bin. So wie ich menschlich geboren wurde. Ja, ich wurde im Tanktop geboren. Das ist geil, ansonsten ist das einfach hier wie eine komplette Sauna. Darum soll es aber natürlich heute nicht gehen, aber ich muss das einfach mal rauslassen. Und zwar gibt es nämlich aktuell wieder einige interessante Sachen auf dem PBE und das würde ich sehr, sehr gerne mit euch besprechen. Zunächst natürlich haben wir Akali mit dabei. Klar, sie wird verändert. Auch einige ihrer Skins werden verändert. Das heißt vor allem, dieser Skin hier, der Infernal Akali, das ist ein berühmter, also das war der Crimson Akali, der wird jetzt zu Infernal Akali umgeändert und der ist ziemlich cool. Also wenn ihr den schon vorher gehabt habt, GG, ne? Der ist super, super geil. Ansonsten muss ich auch sagen, der sieht auch cool aus, das Silverfang mit Sicherheit, ne? Auch der, also die sehen doch, auf Akali freue ich mich, muss ich ehrlich sagen. Endlich mal wieder ein Midlane-Champion, wo ich richtig Bock drauf habe zu spielen. Ansonsten gibt es natürlich noch Pool-Party-Skins. Wir haben da einmal Caitlyn, dann haben wir, sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir noch Graves, ne? Und auch noch Zoe. Hier ist Zoe. Ne, sieht eigentlich alles relativ cool aus. Chromas gibt's auch und ich muss sagen, bei Chromas, ich weiß nicht, wie ihr seid, ne, aber ganz am Anfang, wo die Chromas rauskamen, fand ich Chromas super scheiße. Ich habe sogar gesagt, wie können Leute für andere Farben Geld ausgeben? Wobei, damals sahen die Chromas, muss man auch sagen, einfach richtig scheiße aus. Mittlerweile kaufe ich, glaube ich, teilweise lieber Chromas als Skins. Wobei die Kombination aus beiden geil ist. Ein Skin mit Chromas. Ne? Das ist so normale Standard-Chromas für, also für Standard-Skins sind nicht so geil. Aber ich meine so, ne? Also, ich kaufe nicht alle Chromas, aber ich finde, so, ich meine, das sieht doch geil aus hier. So dieser hier oder dieser hier oder dieser hier, ne? Aber Zoe hält sich jetzt in Grenzen, aber ja, dieser hier oder vielleicht dieser hier. Ne, dieser geht auch. Sowas in der Richtung, ne? Aber okay. Oh, oder dieser hier. Hier der, oder der sieht auch gut aus. Die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja, lol, hier, die haben sogar, guck mal, die haben sogar unterschiedlich. Hier haben die so ein Swimsuit und hier sogar, so komplett Bikini, ne? Das ist ja GG. Habe ich da einen Nippel gesehen? Nein, ich glaube nicht, nein. Okay, ja, darum soll es aber nicht gehen hier in diesem Ding. Es gibt hier noch neue Statistiken, das finde ich super cool. Ne, das wird bald kommen. Das heißt, ihr könnt hier irgendwelche Vision Score für eure Champions etc. Finde ich, ist eine coole Idee, weil oft weiß man ja selber gar nicht, was ist mein Problem. Und wenn du siehst, der Vision Score ist hier unten, dann weißt du, hey, ich muss mehr warden, etc. So, kommen wir mal hier irgendwo durch. So, da sind wir angekommen, meine Freunde. Zunächst erstmal Fiddlesticks. Fiddlesticks wird aktuell sehr, sehr viel auf die Support-Position gespielt. Bei ihm ist es so, seine E ist natürlich komplett GG. Die fliegt da, diese Möwe, die fliegt auf den Gegner und blablabla, silence dich, fuck dich ab, macht Damage. Macht jetzt 5 weniger Damage auf jeder Stufe, klingt wenig. Ist relativ wenig, aber man muss natürlich berücksichtigen, diese Krähe trifft dich locker auch 2 oder manchmal 3-mal, was dann wieder 10 oder auch 15 Damage sind. Also, ne, in der Hinsicht auf jeden Fall, kostet jetzt außerdem 70 Mana, was auf Stufe 1 schon ziemlich viel ist. Wobei man fairerweise andersherum sagen muss, ist 50 einfach viel zu wenig für Stufe 1, ne? Viel zu wenig. Ich meine, so ein Spell bei Ahri kostet auch locker 80 Mana oder sowas. So ein Poke-Hauptspell, ne, ist ja sein Hauptspell quasi. Ja, wobei im Jungle ist halt auch die W. Kann man drüber diskutieren? Fizz, meine Freunde. Fizz. Fizz ist sehr, sehr interessant, denn Fizz ist aktuell ja scheiße. Ne? Winrate bei ihm ist super runtergegangen und er ist einfach kacke. Und jetzt kommen Änderungen, die ich... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wir gehen es erstmal durch. Seastone Trident, seine W, ne, das aktuelle Ding, was ja geändert wird. Der Active Bonus Damage, also wenn du es direkt auslöst, macht jetzt 10 Schaden mehr auf Stufe 1. Und später sogar 50 Schaden mehr. Das heißt, man könnte jetzt wirklich wieder überlegen, ob man diesen Spell als erstes maxt. Denn auch die AP-Ratio sind um 20% angehoben worden. Das muss man sich wirklich mal ausrechnen, ob das worth ist. Ne? Mit allem drum und dran, so mit dem On-It nach jeder Attacke. Muss man wirklich mal schauen. Und auch der On-It-Damage danach quasi. Ja, du machst ja am Anfang einmal Bam. Und dann machst du nochmal über eine gewisse Zeit nicht 30%, sondern 40%. Das heißt, wir haben hier 30% mehr AP insgesamt. Scaling, das ist ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Und 50 Damage auf Stufe 5 ist auch nicht schlecht. Auch wenn ich diesen Spell nach wie vor extrem ankreiden muss und er nicht in dieses Kit passt. Was jetzt hier aber gemacht wird, ist,
also wie ist Fizz aktuell? Wie war Fizz vorher? Fizz war so, du ultest den Gegner, du hast viel Damage auf deine Ult und einen extrem geilen Burst auf deine W, der aber delayed ist. Jetzt macht man das so, dass deine W nicht mehr ganz so wichtig ist, sondern, ja, ne, das war der Punkt. Deine W ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, weil du benutzt sie einfach und fertig und machst den Damage. Und jetzt wird es so gemacht, dass die W zwar wichtiger wird, aber die Ultimate GG, Leute. Die Ultimate. Chum the fucking freaking creamy waters. Der Guppy. Ja, Guppy ist der kleine Chompas, der mittlere Gigalodon, der große. Damage. Also, ich möchte kurz vorher, bevor wir auf die Zahlen eingehen, sagen. Eine Ultimate, die 150 Damage auf Stufe 1 macht, ist okay. Das ist so eine... Ja, das ist gerade noch okay, muss man sagen. Aber das ist so meistens ein Spell, der auch CC hat. Ich glaube, so eine Azir Wall oder sowas. Ich glaube, sogar Melfeld macht 250 auf Stufe 1. Also so um 200, 250 Schaden. Das sind wirklich starke, gute Ultimates, ne? 200, 250 Schaden, circa. Meistens, ich glaube, Lux Ult zum Beispiel macht auch so viel Schaden, aber CC da nicht mal, ne? Es gibt auch Spells, die so viel Damage machen ohne CC. Fizz Ultimate macht auf Stufe 1 150, was okay ist, macht jetzt aber 200, was gut ist. Achtung, Guppy. Ja, das heißt 50 Damage mehr und auch später 50 Damage mehr. Gehen wir erstmal auf die Base Damages ein. Dann Chomper macht ebenfalls 50 Damage mehr und auch Gigalodon macht 50 Damage mehr. Ja, alle Ultimates 50 Damage mehr. Das ist cool. Das ist krass. Das ist heftig. Aber. Guppy AP Ratio increase von 60 fucking Prozent auf 100 Prozent. Ja, gut. Also ich glaube, ich habe, hat es in der Weltgeschichte schon mal so ein krasses AP-Scaling-Buff gegeben auf einem AP-Chap. Also nicht sowas wie Zac und Sejuani, die nicht so viel AP bauen, sondern wirklich ein AP, wurde da schon mal um 40% das AP-Scaling angehoben? Weiß ich nicht. Sehr, sehr selten. Also das ist gigantolodon-mäßig ist das. Holy fuck. Man muss sagen, das wird mit der Zeit weniger. Das heißt, auf Chomper sind es noch 30% und später auf Gigalodon sind es noch 20%. Das heißt, grundsätzlich rechnen wir mal zusammen. Die Ultimate macht, wenn du sie auf Gigalodon mit Level 6 triffst, 350 Schaden. Ich glaube, auf dem Level mit Level 6 hast du wahrscheinlich 800 HP oder so. Das heißt, du verlierst hier schon mal einfach nur die Hälfte. Und ein 140% AP-Scaling, Leute. Du hast locker, je nachdem, ob du schon shoppen warst oder nicht, meistens wohl hast du so 80 AP, ne, irgendwie in dem Dreh. Das heißt, du machst locker, eigentlich ist das sogar ein negativer Clickbait, was ich gemacht habe. Es ist nämlich viel mehr als 400 Damage. Also einiges mehr, ne. Es geht schon fast an die 450 Damage ran. Also je nachdem, wie viel AP du halt hast, ne. Das ist halt, stellt euch mal eine Level 1 Ultimate vor, die euch 400 fucking 50 Damage macht. Das ist, klar, es ist der Gigalodon. Aber selbst diese kleine Ultimate Mini 200 plus 100% AP-Scaling bist du auch bei fast 300 Schaden. 300. Das Problem, was ich hier sehe, ist erstmal, eigentlich sollte es genau andersrum sein, dass man sagt, wenn der große Fisch trifft, ist es Belohner. Das heißt, hier hast du 40% AP-Scaling, hier hast du 30 und hier hast du 20, ja. Der Kleine ist ja am einfachsten zu treffen und dadurch sollte der nicht ganz so belohnt sein. Aber, das heißt, die Ultimate wird jetzt unglaublich ultra krass wichtig. Und die W ist ja okay, ne? Also, weiß ich nicht, aber ich finde das schon, ich bin schon aufgeregt, merkt ihr, ne? Finde ich krass. Wobei man fairerweise jetzt insgesamt mal dazu sagen muss, Fizz ist ein Champion, der nicht viel AP baut. Das heißt, meistens hat der bis ins Midgame so gerade mal 300 AP. Und erst im tiefen Late Game, wenn ein Rabadons dazu kommt, kommt er auf so 600, 700 Schaden. Ne? Muss man fairerweise sagen. Aber GG. Irelia. Irelia nach wie vor übel, krasses, schweres Kind. Ja, erstmal Base AD wird angehoben. Ist krass, weil sie Trinity baut. Außerdem wird HP angehoben. 30 HP im Early Game ist super viel. Es regnet übrigens gerade draußen. Ist auch super viel. Ja, ihre Passive, sie macht jetzt mehr Damage On-Hit. Das ist auch geil. Vor allem wird diese On-Hit-Damage ja auch mit der Q drauf gemacht. Allerdings sieht das erstmal zwar nach einem Buff aus, es ist aber insgesamt ein Nerf. Denn jetzt geht's los. Die Q macht weniger Schaden. Na, ist nicht so viel. 5 Damage weniger. Kann man mitleben. Hat weniger Total AD Ratio. 10% ist auf jeden Fall viel, weil Total AD Ratio ist ja immer das Gesamte. Und hat etwas weniger Range, ist ebenfalls 25. Das ist fies. Defiant Dance gibt jetzt nicht mehr ganz so viel Damage Reduction. Zwar hast du bis, ich sag mal so ins, ja, du hast bis zu einem gewissen Zeitpunkt, so sagen wir mal so Level 13 ganz grob, hast du einen Vorteil. Weil du packst ja eh keine Spells rein und dann hast du statt 45% hast du 50%. Aber ab diesem Punkt, also vor allem im Late Game, hast du immer nur 50% und das würde ich definitiv als Nerf ansehen. Flawless Dread wird ebenfalls, macht jetzt vollen Damage am Monster, muss man sagen. Könnte man sie jetzt also hier und da auch jungeln.
Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Außerdem macht das Ding jetzt weniger Schaden, 10 Damage weniger geht und hat weniger Range. Gerade diese Range ist sehr, sehr interessant. Und Vanguard hat ebenfalls weniger Range. Also man kann schon sagen, dass sie insgesamt runtergetunt wird, ne? Irelia auch immer noch ein Monster, definitiv, auch wo bei ihrer Winrate mittlerweile sehr negativ ist. Monster kann man auch sagen, doppeldeutig Kindred. Ne? Sie ist ja irgendwie auch eine Art Monster. Weh gibt weniger Attack Speed, da kann man mit leben. Das Ding ist, ihre Ultimate hat jetzt deutlich mehr Cooldown. 20 Sekunden mehr, 180 Sekunden auf Stufe 1. Das ist ziemlich viel, finde ich gut, denn ihre Ultimate ist keine... Es gibt ja Solo-Ultimates, sowas wie eine Syndra-Ultimate. Und es gibt Ultimates, die einfach so ein ganzes Team betreffen. Und diese sollten viel Cooldown haben. So Impact-Ultimates, sowas wie eine Shen-Ult, eine Kardus-Ult und so weiter, ne? Das heißt, 180 Sekunden finde ich absolut cool. Also gerechtfertigt, dass du nicht einfach sagst, ich throw jedes Mal meine Ult raus, sondern ich muss mir wirklich überlegen, wann ich das tue. Na, auch im Late-Game 120 Sekunden, das ist schon viel, muss man sagen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Champion, Leute. Lee Sin! Ja. Grundsätzlich, ich habe letztens mal Lee Sin gespielt. Ich muss erstmal sagen, ohne... Ja, ich habe Lee Sin gespielt, muss ich, also onstream sogar. Aber ohne dieses Sidestone-Gezeugs macht Lee Sin einfach echt nicht so viel Spaß. Also ich könnte kein Lee Sin main, glaube ich. Was aber passiert, ist folgendes. Er hat jetzt 10% mehr Bonus-AD-Ratio. Das ist ganz cool. Verliert dafür aber 5 Damage auf jeder Stufe. Das ist insgesamt definitiv ein Buff. Im Early Game mit Stufe 1, 2, 3, 4 hast du vielleicht etwas weniger Schaden. Ganz dezent. Aber insgesamt wirst du auf jeden Fall, sobald du deine Machete fertig hast, Bonus-Damage haben. Ne? Also Machete baut man ja eigentlich eh immer auf Lee Sin. Und auch hier das ein oder andere Item. Vielleicht mal ein Tiamat, vielleicht mal ein GA. Ist auf jeden Fall ein Buff. Außerdem ist es so, dass der Q jetzt kein Missing 8% Target Health Damage macht. Das heißt, ja, das wurde am Gegner berechnet, dass wenn wir da einen Champion haben, der hat da 1000 HP oder sowas und der hat dann sehr, sehr wenig HP, nur noch 200, dann machen wir von dem Missing 8%. Jetzt ist das so, dass er 50% Increased Damage based on Targets Missing Health. Das klingt jetzt erstmal für euch so, hä, Tobi, wo ist der Unterschied? Das eine ist, es berechnet an den HP des Gegners, wie viel Schaden wir machen, davon 8%. Jetzt ist es so, dass wir, je nachdem, je weniger HP der Gegner hat, umso mehr Prozente kriegen wir auf unseren eigenen Spell dazu. Das heißt, bis zu 50% mehr Damage. Hier sieht man das auch sehr, sehr gut ausgerechnet. Der aktuelle Spell war 55 Schaden bis 175 mit 90%. Und das ist jetzt so, dass es quasi hochscaled, wie wir hier sehen können. Wir haben auf Stufe 1, können wir quasi mit diesen 50% Bonus Increased Execute Damage auf 75 kommen und später mit Stufe 5, also 5 Punkte in der Q, auf 255 Schaden plus, Achtung, komplett GG, 150% Base AD. Das ist also super massiv. Super, super massiv. Ich denke, im Early Game wird ihm das einen super krassen Buff geben. Im Late Game wäre das hier wahrscheinlich stärker, kann man von ausgehen. Aber im Early Game ist das auf jeden Fall ein super geiler Buff für Lee Sin. Also finde ich auch gut, dass man sein Early Game, da wo er wirklich stark ist, noch weiter voranbringt. Wobei, so ein bisschen besseres Late-Game wäre vielleicht nicht verkehrt auf dem Champion. Dann würde ich vielleicht auch nicht jedes Mal einen Krampf kriegen, wenn ich diesen Champion in meinem Team habe. Syndra kriege ich ein bisschen... Boah, ich schwitze aber auch. Ich war mal damals in Bulgarien im Urlaub, ne? Und da war es auch so heiß. Und ich war auch immer im Tanktop in der Disco, ja? Das war aber auch egal, weil da war einfach mega warm, ne? Und, Alter, am Abend, wo ich dann nach Hause kam irgendwie... Ey, das hat sich angefühlt, als hättest du einen Lappen ausgezogen, ne? Das war wirklich so ein klitschnasses Ding. Also, das war komplett GG. Aber okay, gehen wir weiter. Und zwar, ja, Syndra kriegt mehr Schaden, gerade auf Stufe 1, also nur auf Stufe 1 quasi, oder also im Early Game, im Late Game nicht mehr. 20 Damage mehr, ist cool, kann mit leben. Tam Kench, meine Freunde, holy fuck. Sein Auffressen, Cooldown von 14 auf 26. Damit wurde Tam Kench vermutlich gelöscht. 12 Sekunden draufgepackt und sogar im Late Game 4 Sekunden, 14, also beim besten Willen 14 Sekunden im Late Game ist, glaube ich, echt zu viel. Der Spell ist super powerful, keine Frage. Aber das ist, warum man Tam Kench spielt und 26 Sekunden... Ich finde, also, ich muss sagen, 14 Sekunden ist zu tief. Und ein bisschen mehr hätte es wirklich getan, aber 26 ist halt super, super krass. Außerdem wird noch ein bisschen was mit seiner W gemacht. Das heißt, ich glaube, Recurgitate ist dieses Rausspucken. Und das scaled jetzt schlechter mit AP, macht aber dafür ein bisschen mehr Damage anscheinend. Ne? Uninteressant, aber das hier oben, super krass. Items haben wir noch ein paar. Ja, Support-Item kostet ein bisschen mehr. Essentia gibt 5 AD mehr. Frost Fang kostet 50 Gold weniger. Was ist das hier für eine Mechanik? Das hier kostet mehr, das hier kostet weniger. Was interessant wird, ist für die AD-Carry-Spieler. Ja, aktuell, ihr könnt sowieso jetzt schon wieder AD-Carry spielen und hiernach wahrscheinlich sowieso noch mehr.
Denn Infinity Edge kostet ja super krass viel, kostet jetzt weniger auf Kosten von 5% True Damage. Und ihr macht jetzt an Minions und Monstern ebenfalls 50% mehr True Damage Schaden. Das ist ziemlich cool fürs Wave Clearen. Vor allem ist das ziemlich cool gegen Baron etc. Dafür sind ADKs jetzt also sehr, sehr gut. Natürlich muss man sagen, manchmal hätte man vielleicht lieber für 200 Gold mehr hier 5% mehr True Damage, aber es ist halt einfach unglaublich wichtig, dieses Item so schnell wie möglich zusammenzukriegen, und das ist ja das gerade, was als ADK schwierig ist. Das heißt, du willst ja schnell diesen verdoppelten Crit kriegen, und wenn du dann hier 200 Gold weniger bezahlst, und Achtung, jetzt geht's nämlich los, bei den anderen Items, ja, hier die Phantom Dancer Geschichte, Phantom Dancer, Rapid Fire Cannon, die kosten nämlich jetzt auch 100 Gold weniger. Klar, das klingt jetzt erstmal weniger, aber du bist insgesamt 300 Gold schneller an deinen Items dran. Das ist ein super kleiner Schritt, ne? Das ist okay. Man hätte auch sagen können, direkt hier wieder komplett 500 Gold weniger, aber dann würden alle ADK spielen und ADK wäre vielleicht broken. In kleinen Schritten finde ich das absolut, absolut gut. Und dadurch hast du einfach schnell deine Power Spikes und kommst schnell ins Game als ADK, ne? Also, locker, wieder flockig. Was noch dazu gesagt werden muss, hier ist es irgendwo... Ja, Static Shift gibt jetzt 5% weniger Crit. Das ist natürlich unglücklich, macht die anderen beiden Items deutlich interessanter. Dann haben wir noch Stormraiser, wieder aktuell sehr, sehr viel gebaut. Das heißt, man möchte vielleicht so ein bisschen die traditionellen Builds ohne Stormraiser ein bisschen boosten. Gibt nämlich jetzt 10 weniger AD und auch 5% weniger Attack Speed, aber auch hier genau dasselbe. Das Item kostet jetzt 400 Gold weniger. Das heißt, wenn ihr diese Items insgesamt jetzt zusammenzählt, 400 hier, dann bei Infinity Edge hatten wir nochmal 200 und dann bei den anderen Items, Alter, es gewittert draußen, wahrscheinlich ist mein PC gleich RIP. Na, da kommen wir auf einen guten Goldbetrag, wo ihr schneller euer Game am Start habt, ne? Finde ich definitiv nicht verkehrt. Stopwatch hat jetzt wieder 10 Minuten. Ich glaube, in Korea spielen die unglaublich viel Stopwatch gerade wieder, also, ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Fan von Stopwatch, deswegen trifft mich das nicht so sehr. Ihr könnt mir absolut gerne eure Meinung zu den Fizz-Änderungen, zu den Time-Cange-Änderungen und den AD-Carry-Änderungen droppen. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.